Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Tales of Cilia. Wir sind zu einer Teeparty eingeladen und ich denke, da gehen wir auch hin. The famous people here gets together with famous people. Und warum ich jetzt Englisch geredet habe, keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil man auch VIP sagt hier. Very important persons. Früher war Sheraldon ein selbstständiger Staat. Aber vor 20 Jahren, als Rashugal noch unter der Herrschaft der Fenn-Familie stand, wählte Sheraldon den Pfad der Einheit und die beiden Länder vereinigten sich. Seit dem friedlichen Anschluss Sheraldons wird es als autonome Provinz mit einer eigenen Regierung anerkannt. Wir Bürger von Sheraldon sind stolz auf unseren besonderen Status. Ja, das darf man wohl sein. Eingang zum Herrenhaus. Da wollen wir hin. Wir sind super famous, also gehen wir auch zu den famous Leuten. Und die wedelt auch schon uns zu. We've been waiting for you. Ja, da hat wahrscheinlich lang gedauert, bei dem Quatsch, den ich noch fabriziert habe. Wow, you live here? Boah, ein geiles Haus. Rashugal Soldiers. Wait. Und die Wache darf der Kutsche hinterherlaufen. Super. Also, das hat, wird bestimmt Spaß machen. Have our guests departed? Welcome back. Brought your friends, I see. Klein, let me introduce you. Oh. I never got their names. I hear you came to my sister's aid. I'm Klein Cheryl. I'm Drissel's older brother, as you've no doubt guessed. Lord Klein is the governor here in Sheraldon. Really? How rude of us to keep you waiting outside. Please, let's continue our conversation in comfort. Na, da sage ich doch nicht nein zu. So, so, der Gouverneur also. I see. So you protected my sister from wasting her money on worthless trinkets again. It's not worthless. Besides, I got a good deal and made some new friends in the bargain. Wahey! Rowan, please look after our guests. It would be my pleasure, sir. I have some matters to attend to, if you will excuse me. I've got to run too. Huh? Hm, will unser angeblicher Verräter hier jetzt eine Fliege machen? Nature calls. I better leave now before things get messy. Ja, nee, ist klar. Ich hab dir nicht umsonst eine Sonnenbrille gegeben. So you're on some great journey, right? You simply must tell me all about your travels. Well, I've never even been out of this town. I want to hear all about the faraway places you've been. I've never been outside either. But then Ellie became pals with Jude and everyone. We crossed mighty oceans and explored forbidden forests. We saw giant waves and toadstools that made everyone cry. You actually sailed across the sea, Ellie? I've never even seen the sea before. What was it like? It's vast and wild, teeming with dangerous creatures. There are giant octopuses pretending to be rocks. Rock octopuses? You
and eels and clams. Oh, I've seen clams. The shells, anyway. They sell shell jewelry in the shops in the plaza. It's all so gorgeous. That sounds really nice. I'll give you one of my favorite pieces as a present next time, as a token of our friendship. Icky clams turned into pretty jewelry? This I gotta see! So giving presents is a way to establish friendship? Why yes. To the giver, a present is a symbol of trust. To the receiver, a present serves as a warm reminder of our friendship. And getting stuff for free doesn't stink either. I see. It would appear my young mistress has made some very good friends. Make yourselves at home. Help yourself to tea and treats. Auch dazu sage ich nicht nein. Awesome. Freies Futter. Und leuchtendes Gras. Yes. Ich bin im Himmel. Drizelle und ich wollen später ausgehen, um uns niedliche Accessoires anzusehen. Okay. Ja. Ich will nicht mit dir reden, Elise. Auch wenn ich dich total niedlich finde und so, aber eigentlich will ich ja mit der Herrin des Hauses hier sprechen. Du bist bezaubernd, Elise, aber Teppo ist einfach nur hinreißend. Natürlich frage ich mich, wie es möglich ist, dass ein Stoff dir sprechen kann. Tja, guck ihn dir an. Mila, was machst du denn da? You can't take your eyes off these things. You that into antiques? No. Not particularly. I'm simply fascinated by the illogical proclivity of humans to apply an abstract concept like beauty to everyday objects. That's, pretty deep. I've also been thinking about our current predicament. There's something to be said for hiding in plain sight, but we should not tarry here for long. Yeah, we shouldn't overextend our stay. They've been so good to us already. Ach was, ich will ewig hier bleiben. Wir sollten das Herrenhaus verlassen. Wir wollen die Gastfreundschaft nicht überstrapazieren. Doch, das will ich! Guck dir die coolen Sachen an! Ich kann sogar klauen! Ich habe ein mysteriöses Juwel geklaut! Her damit! Das sucht bestimmt jemand. Das hatte nämlich ein besonderes Symbol. Ein Juwel von geheimnisvoller Schönheit. Sein Zweck ist vollkommen unklar. Mir egal, ob es unklar ist. Ich hab's geklaut. Buddy! Ich reiß euch hier das Haus ab. Haus? Das ist eine Villa. Ich reiß euch die ganze Bude aus hier. Schon assig, wie ich hier rumlaufe. Was wird mir das gehören? Natürlich gehört das mir. Das ist alles meins. Ob ich hier hoch darf? Geilomatik. Oh! Hier will ich pennen. Das ist eine geile Villa. Die geilste von allen hier. Dann gehe ich auch mal auf die andere Seite und schau mal, was da ist. Ein Zimmer. Was ist das? Ich kann was prüfen. Die Schriftrolle von Cheryl, Kresnik der Genesis-Weise. Am Anfang herrschte Chaos über die formlose Leere. Doch Kresnik der Genesis-Weise bezwang es. In seiner rechten Hand eine Lanze der Rechtschaffenheit, in der linken eine Hülle als Panzer für die Welt. Er brach aus den alten Landen auf und ging ein Bündnis mit Maxwell, dem Herrn der Geister, ein. Und so öffneten sie die Grenzen des Heiligen Reiches Rits Maxia. Aha. Und so habt ihr ein bisschen Geschichte gelernt. Für diesen Geschichtsunterricht habt ihr eine wunderschöne Kindheitserinnerung vergessen. Tja, so grausam kann ich sein. Aber nicht so grausam wie mein Hals. Naja, müssen wir durch. Anders geht's nicht. So, Rowan, was willst du? I have been in the service of Lord Klein for about 2 years now. He is a fine ruler, despite his youth. He believes in freedom and equality for his people. If he has any real flaw, it's that he spoils Lady Drizelle too much.
Wow, das waren Infos. Wenn ich irgendetwas für euch tun kann, sagt einfach Bescheid. Ja, ich hätte gerne 3 Big Tasty, Mac-Menüs, Maxi, Cola, Barbecue und Mayo natürlich. Und eine 40er-Packung McNuggets soll bitte wieder auf den Gutscheinen, denn die vermisse ich sehr, 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 dass sie nicht mehr auf den Gutscheinen drauf sind. Wenn du das also machen könntest, verehrter Butler, wäre ich sehr glücklich. Die erwarten euch jetzt nicht ernsthaft, dass ich hier rausgehe, oder? Ich bleib ewig hier. Das Let's Play ist vorbei. Ich bleib hier ewig. Naja, völliger Unsinn. Natürlich gehe ich raus. Und wo ist Alvin, der Verräter? Wo ist der? Bestimmt ist jetzt der Gouverneur tot. Weil Alvin, der verräterische Spion, ihn umgebracht hat. Okay, er lebt noch. Ach, scheiße. Now that I know it was you who infiltrated the laboratory in Fenmont. What are you talking about? Save your denials. Alvin told me everything. Boah, nee, oder? He did what? Ich wusste es, Verräter. You know, will you hand us over to the military? No. I want to know what you saw in that facility. Rashigal has undergone dramatic changes ever since Noctigal acceded the throne. Even those of us in the 6 ruling houses are not told of his activities. The military is holding people captive and draining their mana to develop a new weapon. Human experimentation? He would go that far? I'd like to believe you're lying, but all the pieces fit. So Noctigal is the man behind the experiments? The King of Rashigal? He would have to be. It's hardly hospitable to keep Dracel's friends captive in our home. But you must leave this city at once. Thank you, Lord Klein. What the fuck? Auf was für eine Mine sind denn wir jetzt gestoßen? Könige entwickeln hier Waffen der Massenvernichtung und benutzen Menschen dafür? Klingt doch logisch, oder? Was habe ich denn anderes erwartet? Was eure Gründe auch gewesen sein mögen, heimlich ins Forschungszentrum von Fenmon einzudringen, war schierer Wahnsinn. Bis ihr begriffen habt, wie es heißt, sich mit König Nachtigall anzulegen, ist es wahrscheinlich schon zu spät. Ach, Ellie, du und deine Freunde haben nichts Falsches gemacht. Der Gedanke, euch vielleicht nie wiederzusehen, ist so traurig. Aha. Ich wünschte, wir wären Nachtigalls Plan schon früher auf die Spur gekommen. Ich bin froh, dass ihr mir davon erzählt habt. Jetzt weiß ich, was ich falsch gemacht habe. Glückwunsch! Ich bringe doch gerne Menschen bei, was sie falsch gemacht haben. Gut, dann hau ich ab. Dracel's house sure is huge. Yeah, this might be bigger than my entire school. Oh ja, Freundschaften schließen. There's a bunch of kids in Sheraton's Plaza. Looks like some of them are your age. Why not try to talk to them? Jetzt. Wo sind Kinder? Wenn sie jetzt wirklich da hinten meint, da hinten beim Plaza, dann hat sie gute Augen, denn ich sehe überhaupt keinen. Ich weiß, ich bin schwach kurzsichtig, aber so doll schwer ist das jetzt auch nicht. So schwerwiegend mit meinen Augen. Das hat sie gesehen? Die Kinder da? Wahnsinn, Elise. Du bist Wahnsinn. Das ist das Anwesen der Familie Shariel. Sie sind eines der 6 Herrscherhäuser von Rashugal. Ich hab's echt mit den Namen, sorry. Und die Fürsten von Sheraton. Führt euch ein besonderes Anliegen zu ihnen? Ja, ich haue jetzt gerade ab. Und tschüss. Offenbar war Rashugal seine militärische Macht demonstrieren und Fürst Klein dazu bringen, dass er Sheraltons Autonomie aufgibt. Aber wenn sie glauben, dass Fürst Klein sich so einfach einschüchtern lässt, haben sie sich geschnitten. Mhm.
mit der Haltung machst du keine Freunde. What is it? I was just wondering. What the heck are they talking about? You don't have to be scared. They're just children. Go on and ask them. Excuse me. What's the cute pink thing you're talking about? You are spying on us. We have nothing to say to spies. Die haben einen Spion entdeckt. Oh Gott. Spy. Nothing. Oh, Alter, die Kinder bringe ich um. Die werden sowas von geköpft. Just give us a quick peek. Whoa, that weird thing talked. What is it? Like super weird. He's not weird. He's Tipo. Tipo? Well, whatever. I'm still not gonna show the cute pink thing to someone like you. Fine. Phooey. But if you can show us that you love the color pink and prove you're a true pinkist, I may consider it. Prove I'm a pinkist? How? By bringing us super rare things that are pink. For example, start with the peach berry blossom. Bring us one of those, then we'll talk. We'll super talk! Ist das dein Ernst? Was? Was soll ich bringen? Eine Pfirsichblüte? Seid ihr denn total bescheuert eigentlich? Rosa und niedlich. Beschaffe eine Pfirsichbeerenblüte. Habe ich die zufällig? Total. Ich habe trotzdem Bock, euch zu köpfen, nur weil ihr Elise angemacht habt. Der Gouverneur dieser Stadt ist ein wunderbarer Mann. Er geht nicht nur selbst zum Bäcker, um Kuchen zu kaufen. Er kennt sogar jeden, der dort arbeitet. Beim Namen. Ach, Fürst Klein. Ah ja. Diese Straße führt zu Sheltons selbstregierte Versammlung, aber sie wurde auf König Nachtigalls Befehl hin gesperrt. Ohne seine Erlaubnis darf niemand passieren. Ja, die unsichtbare Wand hält mich auf. Mein Vater ist zur Arbeit gegangen und hat den Glücksbringer vergessen, den ich für ihn gemacht habe. Er sagte, es wird ein sehr harter Auftrag, der Monate dauern wird. Also habe ich ihm einen Vier-Geister-Glücksbringer gemacht, der ihn beschützen soll. Könntest du ihn bitte meinem Vater bringen? Hab ja nichts Besseres zu tun. Vater sagt, er wird ein Schiff zum Aladi-Seehafen nehmen. Bitte sag ihm, ich werde ihm mich anständig benehmen. Er soll sich keine Sorgen machen und gesund wieder nach Hause zurückkommen. Wenn ich schon nichts Besseres zu tun habe. Oh nein, noch ein Kind mit Problemen. Ah, gemeine Männer haben meine Mami mitgenommen. What the fuck? Jetzt deine Mami mitgenommen. Hä? Hier werden Mütter entführt? Wie krank ist das denn? Stimmt es, dass sich Streitkräfte aus Aojul auf Substrat zubewegen? Wenn das so ist, halten sie direkt auf Sheldon zu. Ja, ich würde mal ordentlich die Hosen hochziehen. Das könnte hier gefährlich werden. Und voll brutal. Die Bermia-Schlucht ist ein Schwellengebiet, wo mehrere Geisterklimate aufeinandertreffen. Aus diesem Grund ist sie ausgesprochen gefährlich. Jedes Jahr werden dort Dutzende Menschen verletzt. Solange sie nicht sterben? Ist das denn auf dem Kulma-Pfad? Gut möglich. Und ich soll Elvin suchen. Ja, klar. Der Verräter ist ja irgendwo abgehauen. Wo könnte denn der Spacko sein? Und wo kriege ich Pfirsichblüten her? Tja. So viele Fragen, so wenig Antworten. Hoffentlich finden wir sie im nächsten Part. Bis dann.